hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Sonja und ich werde heute mit euch einen Upcycling-DIY-Schminkspiegel basteln. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr seht, ich habe hier viele verschiedene Dinge, Blumen, kleine Kisten, eine Lichterkette. Sekundenkleber brauchen wir unbedingt oder irgendeinen anderen Kleber, der gut klebt. Also wirklich lauter Sachen, die ihr vielleicht schon zu Hause habt, vielleicht in der Natur findet. Wir haben hier auch ein paar getrocknete Blumen. Also was euch gefällt, könnt ihr nehmen und dann legen wir los. Ich starte mit einer Lichterkette und zwar habe ich hier mir eine richtig coole bestellt. Ich verlinke sie euch auch mal in der Infobox. Und zwar hat die irgendwie so einen Seemannstau-Look. Damit das Ganze schön symmetrisch wird, nehme ich immer hier die Mitte und mache es lang, schaue, wo die Mitte ist und lege die hier oben hin. Und die klebe ich jetzt schon mal an. Der Rahmen steht jetzt, das Grundgerüst steht. Jetzt machen wir unten noch einen schönen, doppelten, dicken Rand mit diesen schönen Enden hier auch, damit man weiß, hier ist unten, da kann man ruhig ein bisschen mehr machen. Und das klebe ich jetzt auch noch einfach so ein bisschen schön hin. Da kann man zum Beispiel auch hier so einen Knoten reinmachen, wenn man das noch so will. Und so werde ich das jetzt dann auch noch hinkleben. Also ich finde, es ist jetzt schon ein absolutes Schmuckstück. Das Band schaut so toll aus mit der Lichterkette. Und damit es jetzt noch ein richtiger Eyecatcher wird, möchte ich noch ein paar Blüten, ein paar Blumen und ein paar Dekoartikel hinzufügen, damit es einfach ein richtig einzigartiger DIY-Spiegel wird. Ich fange jetzt mit dieser süßen Box an. Das war mein Geschenkchen. Den Deckel werde ich auch verwenden und das werde ich hier anbringen und hier ungefähr. Da kann ich dann Haargummis reintun und so kleine Sachen, vielleicht ein paar Haarnadeln. Hier haben wir super Platz für Wimperntusche, Eyeshadow, was ihr halt so gerne an eurem Schminkspiegel haben wollt. Und hier, das ist ja fast mein Favorit, mache ich so ein Gläschen hin für Pinsel. Wie praktisch ist es? Wirklich begeistert, wie toll dieser Kleber klebt. Ich verlinke ihn euch unbedingt. Auch die schweren Teile halten damit super. Ihr könnt aber auch natürlich einen Heißkleber verwenden, wie ihr möchtet. Und ich werde jetzt noch ein paar kleine Dekoartikel anbringen. Ein paar werde ich kleben, ein paar werde ich einfach hier irgendwo reinzwirbeln. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Ich muss sagen, der wurde sogar noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin richtig zufrieden mit meinem schönen Spiegel. Und ja, ich bin total happy und werde ihn gleich mal aufhängen. Ich hoffe, mein Spiegel gefällt euch genauso gut, wie er mir gefällt. Lasst gerne ein Like oder einen Kommentar da. Teilt gerne das Video mit euren Freunden. Und am besten lasst gleich mal ein Abo hier, damit ihr nichts mehr verpasst, denn es kommen noch weitere tolle DIYs. Also, ciao, ciao. Hier Shopping entertains.